Ich grüße dich zum Podcast A Course in Miracles, der Wunder-Podcast. Mein Name ist Petra. Die Lektion 86 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Heute wollen wir die folgenden Gedanken wiederholen. Erstens aus der Lektion 71. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Es ist sinnlos, dass ich fieberhaft nach der Erlösung suche. Ich habe sie in vielen Menschen und in vielen Dingen gesehen, doch als ich danach griff, war sie nicht dort. Ich habe mich darin geirrt, wo sie ist. Ich habe mich darin geirrt, was sie ist. Ich will nicht länger umsonst danach suchen. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren und ich werde frohlocken, weil sein Plan nie misslingen kann. Zweitens. Dies sind einige Vorschläge, um diesen Gedanken im konkreten Fall anzuwenden. Gottes Heilsplan wird mich von meiner Wahrnehmung dieser Sache erlösen. Dies ist keine Ausnahme in Gottes Plan zu meinem Heil. Lass mich dies nur im Lichte von Gottes Heilsplan wahrnehmen. Drittens, das ist die Lektion 72, Groll hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan. Groll hegen ist ein Versuch zu beweisen, dass Gottes Heilsplan nicht gelingen wird. Doch nur sein Plan wird funktionieren. Durch Groll schließe ich daher meine einzige Hoffnung auf Erlösung aus meinem Bewusstsein aus. Ich möchte mir das, was zu meinem eigenen Besten ist, nicht mehr auf diese wahnsinnige Weise vereiteln. Ich möchte Gottes Heilsplan annehmen und glücklich sein. Konkrete Anwendungen dieses Gedanken könnten in folgender Form auftreten. Ich wähle zwischen Fehlwahrnehmung und Erlösung, während ich dies betrachte. Sehe ich in diesem einen Grund für Groll, so werde ich den Grund für meine Erlösung nicht sehen. Dies verlangt nach Erlösung und nicht nach Angriff. Ja, zuerst habe ich auch immer nicht gewusst, ja, wie mache ich denn das? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Bis ich darauf gekommen bin, den Heiligen Geist zu bitten, mich zu unterstützen, mir den Weg zu zeigen und auch ihm einfach das zu überlassen. Nicht, weil ich mich drücken will, weil ich es einfach nicht weiß und nicht gelernt habe, wie ich damit umzugehen habe. Ich kann es üben, sicherlich. Ich bitte aber den Heiligen Geist, meinen Geist zu klären und mir die richtige Wahrnehmung, die das Einzige ist, was ich wahrnehmen kann, zu Gottes Heilsplan führt. In diesem Sinne, hab einen wunderbaren Tag und bis morgen.